Okay, also wir sehen tatsächlich den Kazuya. Auf Small Battlefield. Genau, es steht natürlich 0-0 zwischen den beiden. Das ist ein Best of Three. Ja, und da macht instant seinen Dragdown-Stuff da. Ui. Harter Hit. Oh. Ja, mit Kazuya ist das echt schwer, da irgendwas gegen Duckhand zu machen. Mhm. Vor allem, wenn man das Matchup halt nicht kennt. Ah, ja, also gerade die Stage Control zu halten gegen Duckhand mit Kazuya, es ist sehr schwer, weil du wirst, wenn du nicht, wenn du den Charakter nicht gut genug beherrschst, dann wird es unmöglich sein, nicht super obvious zu spielen gegen Duckhand. Mhm. Weil man immer, entweder man geht einen Schritt zurück gegen die Dose oder man versucht drüber zu springen oder man schildet die. Und darauf wartet Beißel halt nur. Mhm. Also er sieht irgendwann, ah okay, er macht nur das Gleiche. Und dann passiert sowas. Oh mein Gott. Tschüss. Er wollte für den aber David Strike gehen, aber... Ist leer. Oh, korrekt, danke. Oh, cool. Einfach eine Flasche Wasser bekommen. Übelst korrekt. Ah, genau das Richtige jetzt. Und der Stage Spike, ja, das war's. Das war Game One. Und der Spike nochmal. Oh, natürlich. Und der Spike nochmal. immer noch einen hin, noch einen drauf. Mensch. So, also erstes Game geht an Beißel. Die Sets danach werden erst richtig interessant. Also da geht es halt wirklich auch nochmal um die Platzierung. Bisher ist es so, dass Robin 2-1 gewonnen hat gegen Ruven. Die letzte Begegnung zwischen Beißel und Ruven war für Beißel. Mal gucken. Und bei Robin und Beißel keine Ahnung, wie das ausgehen könnte. Null Ahnung. Ich denke, also das Matchup, denke ich, ist echt schlecht für Peach eigentlich. Aber ich denke, Robin hat da echt viel Erfahrung. Also ja, ist nicht sein erstes Mal gegen ein schlechtes Matchup. Und vor allem nicht gegen Duckhand. Also er spielt gegen Beißel seit Smash 4. Seit Anfang Smash 4. So, wir gehen in Game Nummer 2. Mal gucken, ob Chemiekasten vielleicht etwas auch gelernt hat. Er hat ja auch einen Reflektor und so, also mit. Man kann mit Kazuya ja auch was machen gegen. Oh. Gegen Duckhand, aber reinkommen ist ganz schwer. Die Downer. Ich würde sagen, die Armor-Moves sind halt echt gut gegen Duckhand. Ich denke, Kazuya hat die Tools, aber es ist halt. Du musst das Matchup halt echt können, so dafür. Hm. Das gilt aber für jeden Char. Also, ich denke, viele Chars haben echt viele Tools gegen Duckhand, aber wenn du das Matchup halt nicht kannst, dann ja, vorbei. Der Char ist ja auch echt selten, deswegen. Ja. Oh, aber die Backer. Gerade von den Prozenten führt Chemiekasten. Oh. Oh. Ah, schade. Jetzt an der Ledge. Down tilt. Zwei Versuche hat er noch auf eine Zero to Death. Mal gucken. Vielleicht. Ja, und der Boom! Aber Chemiekasten geht in Führung. Jetzt mit dem Lead. Ja, Beißel wartet ein. Oh. Der ist sauber. So. Ja, beide spielen einfach so ein bisschen auf Distanz. Beißel möchte natürlich nicht Kazuya approachen. Beißel will nur seine Setups machen die ganze Zeit. Oh. Zwei, drei. Kein Footstool. Oh, aber eine Frisbee. Oh, und der Jablock, ja. Und jetzt wahrscheinlich noch so gleich noch Footstool oder so. Oh. Naja, er wollte den Dragdown. Dragdown ab, ja. Er hat mich heute tatsächlich schon geklippt, leider. Ja? Ja. Nicht mal beabsichtigt, aber er hat es auch gemacht. Ja, das geht ganz schnell manchmal.
Aber es war nicht on-stream, also. Ja. Aber ihr habt es wahrscheinlich trotzdem aufgenommen, ne? Er hat es trotzdem gespeichert. Ich werde in irgendeiner Montage sein, leider. Hey, es passiert den Besten. Robin ist sogar in einer von seinen Montagen. Ja. Das ist eins seiner besten Kombos sogar. Oh. Oh, abgefangen. Flugabwehrrakete. Oh. Oh, das... Er hätte das eigentlich weitermachen können. Ohne Gefahr. Oh. Oh, nicht mal Damage gemacht gerade. Was war das? Wo ist die Hitbox? Die Hurtbox. Oh. Ja. Oh. So ein komisches Matchup, ey. Ja. Auf jeden Fall noch alles drin für Chemiekasten. Er muss hier nur langsam mal den Kill bekommen. Ich würde sagen, sowas wie Out of Shield Upbe wäre auf jeden Fall eine gute Option gegen Duck Hunt. Jetzt hat er auch Rage Drive. Ich weiß aber nicht, ob er sich den eigentlich aufbewahren will für den nächsten Stock. Und Beistel geht mal wieder für die Clips. War kurz im Freefall. Okay, was war da sein Plan? Oh. Und ich hab gerade eine Sekunde nicht hingeguckt. Was passiert? Was? Ist einfach erst Speed, Chemiekasten hat geerdodged, weil Duck Hunt Dose kam halt und er wollte nicht getroffen werden. Dann Estate.